Kapitel 4 Murphys Gesetz. Little Italy, 11. Februar 45. Oh Mann. Sieh an, wusste gar nicht, dass Joe schreiben kann. Wir haben wieder einen Job. Ein ganz großes Ding. Knarre und Dietrich hier nicht vergessen. Alter, Bier zum Frühstück. Du bist so widerlich, Junge. Ganz ehrlich, das ist so eklig. Okay, triff dich mit Joe bei Freddy's, nimm eine Knarre und Dietrich mit. Ich nehme mal an, die Dietriche haben wir noch einstecken, oder? Na gut. Murphys Gesetz, wer das nicht kennt, alles was schief gehen kann, geht auch schief. Klingt schon mal sehr vielversprechend. Okay, wir ziehen wieder unseren Regenmantel an und das kleine Mütze. Mal kurz oben gucken. Ich höre einen Hund. Kommt aber nicht von hier, okay. Hätte er sein können. Vielleicht der unten. Der klingt auf jeden Fall nicht allzu sympathisch und nicht allzu menschenfreundlich. Aber keine Ahnung, wo der ist. Was soll's. Ach, hier draußen. Ah. Penner. Alles klar. Hat sich das geklärt? Ein paar Penner mit Hund. Warum nicht? Kann man machen. So. Und dann, oh ja, der muss mal unbedingt repariert werden. Auch wenn da für unsere schöne Kohle drauf geht. Aber jetzt sieht er auch wieder sauber aus. Ist das nicht schön? Wie schön rot die Karre ist. Ach, ein Traum. So, ich muss halt mal ein bisschen vorsichtiger fahren, damit wir hier nicht ganz so viel Schaden dran kriegen. Ich muss sagen, ich mag das Auto ja so vom Aussehen her. Es gefällt mir ganz gut. Ist schade, dass die Autos nicht mehr so gebaut werden vom Stil her. Ich meine natürlich, klar, aus Stahl muss man sie nicht bauen. Und ich bin eigentlich auch nicht so der Fan von Softtops. Aber ansonsten finde ich die Karren so vom Stil her unglaublich geil. Finde ich echt schade, dass es das nicht mehr gibt. Ach, hier ist es schon. Siehst du mal. Wieder hier in Freddy's Bar. Aha. Das wäre eigentlich mal was, eine Anregung für irgendeinen Autobauer. Einfach mal neue Autos im Gewand der 40er Jahre machen. Das wäre ziemlich geil, finde ich. Würde ich mir sofort holen. Was gehen mich seine beschissenen Probleme an? Wen haben wir denn da? Was ist mit dir los? Den ganzen Tag im Bett gelegen, hä, Alter? Hey, wie geht's? Hey, nach dem letzten Job habe ich wohl eine kleine Auszeit verdient, oder? Was darf ich Ihnen bringen, Sir? Kaffee. Ja, sehr gut. Ihr Steinmal. Aber wenn Alberto davon Wind bekommt, dann gibt's Ärger. Dann ist die Kacke am Dampfen. Das kannst du mir glauben. Hab gehört, ist wohl nicht allzu gut gelaufen gestern Nacht, hä? Hey, das war nicht meine Schuld. Kann vorkommen. Ruhe bleiben, Leute. Ist eben eine hochriskante Branche. Wem's nicht passt, der kann sich ja für ein Trinkgeld in den Docks abrackern. Sorry, Henry, wollte ihn nur ein bisschen kitzeln. Also, was ist mit heute Abend? Läuft das noch, was wir gestern besprochen haben? Nur zwei Monate? Werden wir gleich sehen. Das sind zwei verfluchte Monate zu viel. Es reicht. Ich will mein Geld. Himmelarsch. Bin ich von der Wohlfahrt oder was? Tu's. Jetzt. Wer war das? Jemand, den du erstmal nicht kennen musst. Passt auf, da hat sich ein Typ Geld vom Boss geliehen, um einen Juwelierladen aufzumachen, zahlt aber nicht schnell genug zurück. Wir treiben die fällige Rate heute Nacht ein. In Juwelen. Plus, einer kleinen Aufwandsentschädigung. Joe, erklär ihm alles. Der Juwelierladen ist im Einkaufszentrum in der Stadtmitte. Er ist nachts unbewacht. Wir knacken einfach das Schloss und spazieren gemütlich rein. Wenn's so einfach wäre. Es ist so einfach. Wieso muss bei dir immer alles so scheiß kompliziert sein? Du kannst doch kaum eine scheiß Glühbirne reinlegen. Hey, keine Panik, ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe Arbeitsklamotten von der Telefongesellschaft aufgetrieben. Wir geben uns als Monteure aus. Na gut, von mir aus. Ja, den Arsch nehmen wir aus wie nichts. Wir warten nur, bis es dunkel geworden ist. Na, da bin ich ja gespannt. 6 Stunden später. Haben wir so lange geschlafen? Okay. Stilvoll. Sieht aus wie Gefängnisklamotten. Aber gut, soll mir recht sein. Auf geht's. Wo müssen wir denn hin? Erstmal. Schauen wir mal kurz, bevor er hier noch anfängt zu quatschen. Okay, ist gar nicht so weit. Hey, wie ist es am Hafen gelaufen? Meinst du mit Eric? Ja, der ist eine Nummer, was? Hat er dir einen Job gegeben? Ich musste ein paar Jungs in die Mangel nehmen. War aber noch Kleinschiss. Er quetscht das Letzte aus den Dockarbeitern raus, wie damals bei meinem Alten.
Naja, er hat dich nicht gezwungen, für ihn zu arbeiten, oder? Aber meine Ma. Hör auf zu jammern und halt dir Derek warm. Der hat noch bessere Jobs, als Werftratten in die Mangel zu nehmen. Ja, das dachte ich mir schon. Werden wir bestimmt auch noch kriegen. Aber der wird sicherlich nur für die Nebenaufträge sein, um so ein kleines Zubrot zu verdienen. Hey, du bist gerade bei Rot rüber. Ja und? Mir doch egal. Wir haben ja auch nicht so viel verdient. Ich glaube, wir haben nur 70 Dollar gekriegt oder sowas, ne? Also 50 waren ja der normale Lohn und dann hat uns, glaube ich, noch 2 Scheine draufgegeben. Dafür, dass wir die Großen platt gemacht haben. Du hast einen Idiot, weißt du das? Alter! Hab ich gar nicht gesehen. Ja, der war schon weg, der war schon weg und dann springt er mir wieder vor die Karre. Wie blöd ist der denn? Diese selbstmordgefährdeten Leute immer, das ist unglaublich. Toll. Jetzt habe ich die schöne Karre wieder mit Blut voll gesprengt. Gut, dass der Wagen rot ist. Gut, dass der Wagen rot ist. Das würde man das voll sehen, wenn ich weiße Lackierung hätte. Okay, wir versuchen weiterhin relativ vorsichtig zu fahren. Vorsichtig heißt so, dass unser Auto nichts abkriegt. Wenn da mal einer mit unter die Räder kommt, hier im Spiel, macht's ja gar nichts. Okay. Der Juwelier ist schon zu. Ich weiß nicht, wofür wir denn die Klamotten brauchen, aber wir werden es schon sehen. Okay, Schloss geht ohne Probleme zu knacken. Und hinein in die gute Stube. Ach, wir sind in der Mall. Ah, okay. Ernsthaft? Scheiße, was ist hier los? Los, Jungs, die Cops tanzen jeden Moment hier an. Tempo! Ihren. Der verschissene Brian O'Neill? Scheiße, was denn jetzt? Was hat denn so ein Arschloch wie du hier verloren? Barbaro, was hast du hier verloren, du elender Wichser? Du kommst leider zu spät, hier gibt's nichts mehr für dich zu holen. Das ist unser Bruch. Wenn ihr hier lebend rauskommen wollt, dann rückt mal lieber alles raus, was ihr habt. Auf dem Schild draußen stand aber nicht Brian O'Neills Laden, sonst wären wir doch nicht eingebrochen. Wir hätten die Bude gleich abgefackelt. 10:31 in der Westside Mall. Ich wiederhole, 10:31, Einbruch. Hier Wagen 54. Sind dran. Und ich schlag vor, ihr verschwindet, bevor die Cops anrücken. Ach, Scheiße! Leg dich am Arsch! Nichts wie raus hier. Wie viel Pech kann man haben? Tja. Wir müssen schleunigst hier raus! Worauf zum Teufel wartet ihr? Sagt alles ein, Jungs! Und wenn die Bullen kommen? Scheiße, los doch! Nichts wie raus hier! Okay, wir laufen erstmal, nehmen die Beine in die Hand. Verdammt, die Bullen! Lass mal durchgehen hier. Können wir hier irgendwo selbst die Tür aufmachen? Nee, okay. Ich nehme schon mal die Knarre in die Hand. Gib mir Deckung, während ich die Tür aufmache. Halt mir die Arschlöcher vom Hals! Die Jungs im Knast werden nicht verletzt. Ich hab's dann! Halt sie noch ein bisschen in Schach! Ja, ja, kein Ding. Wenn der einer sich reintraut, dann wird er Platz gemacht. So, du scheißt her, geh auf! Okay, Alter, womit komm, schießen die denn? Womit sind die denn bewaffnet da draußen? Keine Bewegung! Polizei! Ihr sitzt fest! Nach oben ist irgendwie ungünstig, Joe. Wir müssen ja wieder rauskommen, ne? Dir ist klar, dass wir das auf ebener Erde tun müssen. Wo bist du hin? Oh, wenn du das Leben vor dem Richter schaffst. Scheiße, wieder eine Sackgasse. Na, Überraschung. Okay, wir platzieren uns mal hier. Tschüss. Okay, kein Ding. Wir müssen da lang, das ist unsere einzige Chance. Okay, das lief nicht so schön, aber was soll's. Wir leben noch, wir leben noch. Können wir? Ach, wir können. Sag mir das doch eher. Davon, okay. Komm schon, Vito, beweg dich. Ja, ich bin schon unterwegs. Ich musste gerade noch Kopf aufhalten. Ich alles vereist, ein Ausrutsch und wir sind tot. Wir haben keine Wahl. Oder willst du in den Knast? Ich muss nachladen. Was zur Hölle? Der Hurensohn hat... Ja, ich wollte schon sagen. Okay, ich gehe mal ein Stück rüber. Willst du mich verarschen? Ich habe dem Typ in die Brust geschossen, Alter. Ach, verdammt. War ein ungünstiger Zeitpunkt. Komm schon! Okay. Jetzt können wir.
Na, danke schön. Da muss ich unbedingt sein. Schwing deinen Arsch hierher. Brauchst du eine schriftliche Einladung oder was? Da drüben! Feuer! Ja. Scheiße. Hey, sei vorsichtig. Das war arschknapp. Ja, mir fast in die Hosen geschissen. Wo sind sie? Sie müssen da lang sein. Oh, vergiss es. Nicht für diesen Hungerlohn. Wir haben ja auch die unauffälligsten Klamotten der Welt. Hier lang. Da müssten wir zur Straße kommen. Weißt du, wofür haben wir diese scheiß Telefongesellschaftsklamotten gebraucht? Wir sind doch sowieso eingebrochen. Einfach verdammt, was Dunkles. Keine Bewegung, ja, Polizei! Ihr sitzt fest! So, stecken wir uns mal gleich hier. Erstmal den mit dem Gewehr. So, das läuft ganz gut mit den Headshots, ne? Würde ich sagen. Könnte schlechter gehen. Ich muss auch ein bisschen mit auf die Muni gucken. Ich hoffe, wir kommen gleich noch darüber. Okay, das dachte ich mir schon. Ah, die Position ist nicht so geil hier. Jetzt fall doch mal um. Ich hab's gleich. Ja. Ist ja gut. Komm, Vito, verschwinden wir. Jo, bin da. Alles klar. Mir geht auch die Muni langsam aus. Ich hab bloß noch 21 Schuss. Das sind maximal 21 Bullen. Das glaubt uns ja nie im Leben, diese dämlichen Drecksäcke. Los, gehen wir. So, war der perfekte Weg zur Flucht. Und unten kann natürlich auch niemand warten, nein. Verpiss dich, Bulle! Ich bin unschuldig! Schnauze, du immer eine dicke Lippe riskieren, der Junge. Wer war denn das? Brian O'Neill, der bescheuerte Ehrenwichser. Nicht besonders clever. Macht meistens nur die Drecksarbeit. Ja, wie der geniale Strippenzieher wirkt er nicht. Scheiße, die Cops! Raus aus dem Licht! Wir müssen verschwinden, los! Kein Problem! Her mit der Tasche! Ich liefere das Zeug ab! Okay, wir sehen uns dann zu Hause. Und lass dich unterwegs nicht schnappen. Geht klar. Ja, ich finde schön, dass die Iren auch wirklich irisch aussehen hier. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auffallen, wenn wir hier in den Klamotten rumrennen. Bonjour. Ja, verdammt, tatsächlich. Na, dankeschön. Ich wollte es nur mal testen. Ihr müsst mich ja nicht gleich... Kill on sight ist Wahnsinn. Sehr freundlich. Gut, ja. Ach, jetzt steht es auch da. Du wirst von der Polizei gesucht. Zieh dich um. Ja, dankeschön. Das kommt ein bisschen spät. Okay, wo ist denn mein Wagen? Steht er noch davon? Sind dort Polizisten? Da sind Polizisten. Mein Wagen sehe ich doch ganz vorne. Ah. Könnte mir natürlich auch hier den Polizeihobel schnappen, aber ich bleib dann mal bei meiner. Und den hole ich mir auch. Scheiße, 4 Sterne. Na gut, was soll's. Schnell weg. Ohohoho. Alles klar, haben wir das auch mal kennengelernt, dass wir uns umziehen müssen, wenn wir... Okay. Der hat es gleich wieder aufgegeben. Wenn wir gejagt werden, dann müssen wir also irgendwie die Klamotten wechseln. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wieso der unbedingt diese Telefonanbieterklamotten tragen musste. Weil... Straßensperre auf der Abkommenseite der Brücke. Na, dankeschön. Weil die so unglaublich auffällig waren, das ist klar, dass man da gesehen wird. Ich meine, das mit dem Iren, das war halt Pech. Der Ire, der auch noch unglaublich irisch aussehen musste. Was kann ich denn hier an den Telefonzellen machen? Das will ich jetzt mal eruieren. So, ich hoffe, ich werde nicht überfahren. Was geht denn hier? Telefonzelle benutzen. Ja, bitte? An alle! Aktion abgeblasen! Zurück zur Wache! Mit $500? Na, vergiss es doch. Okay, dazu sind die Telefonzellen. Also, da kannst du wieder auflegen. Dankeschön. Man kann also über die Telefonzellen eine Bestechung anleiern, aber das ist schweineteuer. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass ich halt gerade wirklich so extrem gesucht werde, dass sie mich sofort umbringen wollen, wenn sie mich sehen. Kann auch sein. Ich denke mal, das wird schon vom Fahndungslevel abhängig sein, wie teuer man... Oh, Verzeihung. Wie teuer man hier wegkommt bei der Bestechung. Wir könnten auch hier reinfahren. Ach nee, weißt du, scheiß drauf. Ich glaube, das funktioniert ja auch nicht so, weil das, glaube ich, nur ist, wenn die Fahrzeuge gesucht werden. Gut, die sind ja eh gleich... Ach ja. Groß, dunkles Haar, normaler Körperbau. Die sind ja eh gleich da. Alles klar. Ah, komm schon.
Wir ziehen mal durch hier. Okay, jetzt wird das Fahrzeug doch gesucht. Das ist nicht so schön. Aber wir sind ihn auch schon wieder los. Also wir werden die Bullen relativ schnell los, erstaunlicherweise. Muss ich mal so feststellen. Vielleicht müssen wir dann morgen, wenn wir andere Klamotten tragen, doch mal... Komm, wo ist denn hier der Bulle? Vielleicht müssen wir da dann morgen doch mal irgendwie bei der Garage vorbeifahren. Na! Okay. Ach du Scheiße. Warte mal. Ah, nicht so gut. Ah, Scheiße. Automatik, was? Nein, nein, nein. Scheiße. Ah. Ich dachte, ich kann die mal schnell ausschalten und dann in die Garage fahren. Nein, wirklich. Okay, wisst ihr was? Ich mach das jetzt, ohne dass ihr dabei seid, und fahr wieder zur Wohnung, und dort sehen wir uns dann wieder. Bis gleich.